Knallerthema, der unwirksame Makler-Käufervertrag und warum eben Makler dabei wiederholt die gleichen Fehler machen und dabei möglicherweise ihre Provision gefährden. Es ist ein ganz wichtiges und sensibles Thema und gut, dass Sie heute hier dabei sind, damit wir mit dem kostenfreien Content weiterreichen können, weil es geht um Ihr Geld, es geht um Ihre Provision. Also, wir sehen immer wieder durch unsere Telefonate, durch Erfahrungswerte von unseren Kunden, von vielen Fremdkunden, die uns fragen über unsere Blogbeiträge, was mache ich denn verkehrt, ich habe folgendes Problem, hier macht mir mein Kunde meine Provision streitig. Tja, das heißt, Kind in den Brunnen gefallen und dann geht genau die Fehleranalyse los, was ist denn verkehrt gelaufen. Lassen Sie Dinge wie folgt unterteilen. Erstmal Makler-Käufervertrag ganz allgemein und eben dann mit der neuen Gesetzgebung. Und da gebe ich Ihnen heute auch, das ist ganz wichtig, kostenfreie Informationen weiter, die vielleicht viele von Ihnen noch gar nicht wissen, die Sie aber in Ihren Workflow mit einarbeiten sollten, damit Sie für die Zukunft keine Probleme haben. Also, es gab damals schon mal ein Urteil vom BGH, es war aus 2006 gewesen, da ging es genau um die Situation, was passiert dann, wenn ich online ein Angebot abstelle als Makler und ein Interessent sich auf dieses Angebot meldet. Ich habe ein Angebot in irgendeiner Plattform, ImmoScout zum Beispiel abgebildet, habe dann Kaufpreis drin stehen, gewerbliche Anzeige ist klar dokumentiert und habe auch meine Provision entsprechend vermerkt, wobei nur drin steht Provision 3,57 oder welche Provision auch immer vermerkt ist. Da steht nicht Käuferprovision, da steht nur Provision da. Da gab es mal einen Streit zwischen einer Interessentin, einer Käuferin, die der Makler das Geld nicht zahlen wollte, weil sie sagte, ja, es war mir unkenntlich gemacht, dass da ein Maklervertrag existiert und ich möchte nicht zahlen. Ich mache es kurz, wurde abgebügelt aus dem klassischen Vertrag, Grundstück oder Mehrfamilienhaus, kann ich im Prinzip da nichts ableiten. Heißt also, wenn Sie Ihre Anzeige machen, ImmoScout beispielsweise, und jemand fragt an, Sie gehen den Prozess ganz normal durch, so wie Sie ihn kennen sollten, Videosbelehrung ist dann vollkommen klar, und Sie haben dann das Exposé weitergereicht, dann ist damit automatisch der Makler-Käufervertrag geschlossen. So, das ist der Hinweis erst einmal, allgemein. So, jetzt haben wir mal folgende Situation. Wir haben seit Ende 2020, Dezember 2020, ein neues Gesetz. Es gibt 4 neue Maklerparagraphen, 656 A, B, C und D. Und A und B besagen bei 656 A und B, dass Sie einen Vertrag in Textform schließen müssen, einen Makler-Käufervertrag in Textform. Es reicht nicht mehr konkludentes, schlüssiges Verhalten, was in den anderen Fällen eben die ganze Zeit der Fall war. Immer dann, wenn Sie ein Haus verkaufen, maximales Haus mit Einlegerwohnung oder Eigentumswohnung, sollten und müssen Sie den Maklervertrag vorab in Textform schließen. 656a. Und Textform heißt nicht Schriftform. Ich sehe leider auch immer wieder, auch gerade bei namhaften Portalen, dass dort erklärt wird, was heißt dann eben oder was muss man tun. Und da wird oft schriftliche Form erwähnt. Das ist nicht richtig. Der Unterschied Text zur Schriftform bedeutet, Sie haben eine Unterschrift, die Sie benötigen für die Wirksamkeit Ihres Vertrages. Textform bedeutet, Sie müssen textlich darauf hinweisen und es muss Ihnen erkennbar gemacht werden, dass eben diese Information am Gegenüber ankam und er sie auch bestätigt. Es bedarf keine Unterschrift, keine Ereignisse. Der entscheidende Unterschied Text zur Schriftform. Also, wir benötigen seit Dezember 2020 zwingend die Textform, um einen Vertrag, einen Makler-Käufervertrag wirksam zu machen. So, was heißt das jetzt? Jetzt verkaufen Sie ein Haus, kein Grundstück und kein Mehrfamilienhaus, kein Gewerbe, kein Hotel, keine Tankstelle, was auch immer. Sie verkaufen ein Haus und stellen die Anzeige ins Internet. Klassiker. Und was passiert? Der Kunde fragt an. Er bekommt von der Plattform, zum Beispiel ImmoScout, auch was weitergereicht, in Hinweis auf eine Widerrufsbelehrung. Aber die ist null und nichtig für Ihren Prozess der Widerrufsbelehrung. Warum? Weil die Anzeige, die Sie machen, juristisch heißt das Invitatio ad Offerendum, ein Angebot an die Allgemeinheit für die Franzosen unter Ihnen. Das heißt also, dieses Wissen bedeutet also übersetzt, Sie machen ein Angebot an ein unbestimmtes Käuferklientel. ImmoScout oder welche Plattform kann für Sie keine Verträge schließen. Das heißt, hier wird nur darauf hingewiesen, wenn ImmoScout dem Kunden
dann die Information weiterreicht, dass eben ein Widerrufsrecht bestehen kann. Wenn ein Maklervertrag zustande kommen sollte, das ist ein Hinweis, heißt das nicht, dass Sie über den Widerruf belehrt haben. Punkt Nummer 1, geht auch gar nicht, weil Ihr Angebot ja kein Angebot an jemand Bestimmtes ist, konkret von Ihnen, sondern an die Allgemeinheit. Und auch in der Widerrufsbelehrung des Anbieters steht auch klipp und klar drin, im Falle eines zustande kommenden Maklervertrages haben Verbraucher folgendes Widerrufsrecht. Hier wird hingewiesen, nur sollte ein Vertrag zustande kommen, es gibt noch keinen Vertrag. Weil viele glauben, damit habe ich bereits meinen Vertrag geschlossen, schickt mein Exposé raus. Nein, es gibt noch keinen Vertrag. Das heißt, Sie machen ein Angebot mit Ihrer Anzeige und jetzt kommt der Umkehrschluss und der Interessent macht Ihnen wiederum ein neues Angebot und sagt, aha, ich habe es gesehen, jetzt mache ich ein Angebot zu einem Maklervertrag, ich möchte Informationen haben von dir. Wo steht die Hülle denn? Ich hätte ganz Exposé. Bekommt er von Ihnen, aber nur, wenn Sie ein Haus und Wohnung verkaufen, zwingend einen Makler-Käufer-Vertrag schließen. Wie geht das? Sie müssen jetzt darauf hinweisen, aha, dass Ihre Dienstleistung im Erfolgsfall promotionspflichtig ist. Und er muss Ihnen bestätigen, dass es so ist. Dieser Prozess, dieser Workflow hat auch lange gedauert, bis die Makler das umgesetzt haben. In Makler-Softwaren ist es oftmals mit implementiert. Von daher kann ich nur empfehlen, wenn Sie als Makler arbeiten, nutzen Sie eine Makler-Software. Es wird sonst zu aufwendig, zu kompliziert. Also, wichtig ist, Sie brauchen zwingend einen Makler-Käufervertrag. Und Plattformen schaffen für Sie keine wirksamen Makler-Käuferverträge. Weil viele dann sagen, ich habe doch hingeschrieben, über Immoscout wurde über den Widerruf belehrt. Nein, es ist keine wirksame Widerrufsbelehrung und es wurde in dem Fall noch kein Makler-Käufervertrag geschlossen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil, wenn Sie jetzt keinen Makler-Käufervertrag schließen, gibt es keinen Vertrag. Heißt, Sie haben alles getan, glauben alles getan zu haben, Sie haben alles getan, gehen zum Notar und dann kommt später, 4 Wochen später, wenn Sie die Rechnung stellen, der Hinweis, Vertrag unwirksam, ich habe keinen Vertrag mit Ihnen geschlossen. Und Sie verkennen jetzt eins, oder Sie müssen eins wissen, ist der eine Vertrag unwirksam, ist der andere automatisch auch. Also ist Ihr Makler-Käufer-Vertrag unwirksam, gibt es auch keinen wirksamen Makler-Verkäufer-Vertrag. Sollte der Verkäufer die Spitze bekommen und sagen, ja Moment mal, es gab gar kein Vertragsverhältnis, auch an mich hast du keinen Anspruch, dann muss auch die Provision zurückbezahlt werden, die vielleicht bereits bezahlt wurde, schon ausgegeben worden ist. Wir sehen, warum es so wichtig ist, das zu verstehen. Es ist leider so. Jetzt kommt aber noch dazu, und das ist eigentlich der eigentliche Grund des heutigen Blogbeitrags, weil nur dessen, was Sie eh schon wissen sollten. Jetzt wissen Sie es noch umso mehr, noch sensibilisiert für das Thema. Jetzt kommt damit hinzu. Seit November letzten Jahres gibt es ein Urteil vom Landgericht Stuttgart. Landgericht Stuttgart, können Sie auf die Webseite gehen, Urteile November letzten Jahres. Da geht es darum, dass jetzt auch noch klar kommuniziert werden muss, dass der Makler-Käufer-Vertrag eben verbindlich, provisionspflichtig bestellt wurde. Wenn Sie Makler-Software nutzen, auch ich habe sie ja genutzt die ganze Zeit so, dann ist es so, dass Sie normalerweise dann, wenn die Anfrage kommt, automatisiert ein Mail rausgeht, eben an den Interessenten. Dort wird hingewiesen auf, der Kunde hat gelesen, die Widerrufsbelehrung, er beauftragt mich zum vorzeitigen Vertragsbeginn, ich darf vorher schon was tun, und muss sich abwarten auf die 14 Tage und er hat die Provisionsvereinbarung, die nur im Erfolgsfall greift, gelesen und verstanden. Hiermit wird akzeptiert, Download des Angebots. Reicht nicht mehr aus, gemäß Landgerichtsurteil Stuttgart November letzten Jahres. Was müssen Sie tun? Sie müssen jetzt diesen Sendebutton klar, ich betone klar, erkenntlich machen. Es muss klar sein, dass hier der Kunde, wenn er da drauf tritt und dann das Exposé bekommt, was er erst bekommt, wenn der Vertrag geschlossen ist, klar kostenpflichtig bestellt. Sie brauchen ein Wording, wo drin steht, dass es eben, dass der Kunde weiß, er muss zahlungspflichtig bestellen. Das ist ein bisschen Widerspruch, weil die Pflicht besteht ja erst, wenn Sie erfolgreich vermitteln. Deshalb hat es viele gehindert, das so zu formulieren, aber das kann Ihre Provision gefährden. Warum? Geklagt hat, witzigerweise sogar in meinem direkten Dunstkreis, eine Kundin gegen eine ortsansässige Bank, die genau auf diesen Hinweis nicht reagiert hatte. Nicht hingewiesen hat darauf. Und noch einmal, das ist dann damit keine individuelle Kommunikation mehr, wenn nur steht Download, Link oder Senden drauf. Es muss draufstehen, jetzt bitte kostenpflichtig bestellen. Wenn Sie mal zurückdenken an Ihre Bestellung im Internet, Amazon Prime, da sehen Sie diesen Button immer. Zahlungspflichtig bestellen. Sie haben als Konsument damit kein Problem, weil Sie wissen, Sie bestellen was Sie bezahlen müssen.
Hier gibt es halt ein bisschen die Herausforderung zu sagen, ja, ich bestelle den Makler die Dienstleistung, auch das Exposé soweit und die Leistungen, die anstehen, aber muss ja nur bezahlen, wenn später eben der Erfolg eintritt. Gibt es keinen Erfolg, gibt es auch nichts zu bezahlen. Also, wichtig ist hier die Erkenntnis, November letzten Jahres, LG Stuttgart, überprüfen Sie Ihren Workflow, damit das Sie nicht möglicherweise später nochmal treffen sollte, also in der Zukunft treffen sollte. Also, der Button senden, Download, Link beauftragen reicht nicht mehr aus. Wenn jemand dann sagt, okay, er beruft sich auf dieses Urteil, kann es zu Problemen kommen. Ich denke, das war mir wichtig, uns wichtig, Ihnen heute in diesem Blogbeitrag unter anderem weiterzureichen. Also überprüfen Sie immer die Wirksamkeit Ihrer Verträge. Und Sie sollten eben in der Lage sein, auch zu wissen als Unternehmer, wie werden meine Verträge geschlossen. Aber alles das können Sie unter anderem bei uns abgreifen. Nutzen Sie uns, makler-wissen.de, Deutschlands erste E-Learning-Plattform zur erfüllenden Fortbildungspflicht und ganz, ganz viele Dinge, die wir noch weiterreichen an Sie. Das heißt, wie kann es praxisorientiert, nutzenorientiert eben am Kunden weiterreichen? Tja, besuchen Sie uns, schauen Sie mal rein, ich freue mich drauf. Wir hören uns wieder bestimmt immer jeden Dienstag, Punkt 8 Uhr, wissen Sie, gibt es einen neuen kostenfreien Blogbeitrag. Und tja, ich hoffe, wünsche mir, dass Sie Informationen heute aufnehmen und die automatisch für sich umsetzen. Also, machen Sie gut, bis zum nächsten Mal. Ihr Michael.